Wenn ich jetzt hier leicht bewege, wirst du hier einsehen. Den mache ich jetzt zum Beispiel, entsperre ich meinen Computer und mache die Haustür auf. Dann hast du hier den Bezahlchip. Hier ist die Void. Ich bin seit meiner frühen Kindheit im Kopf ein Cyborg. Bin seit meiner frühen Jugend, seit ich 18 bin, physischer Cyborg. Ich vermute ungefähr 40 Chips in mir. Ich habe den Überblick verloren. So, guten Tag. Ich habe hier Schleckzeug, saure Würmli und zwei Äpfel aus dem Garten Eden. Du zahlst mit Karte quasi? Ja, NFC, gern. Dankeschön. Darf ich das sehen? Ja, klar. Wisst ihr hier? Da ist er drin. Ah, ja. Ja. Und bleibt das drin? Das bleibt drin. Damit muss ich leider ins Grab. Es soll nicht noch machen raus. Warum machst du das eigentlich? Also, du hättest ja jetzt auch einfach mit einer Karte bezahlen können. Ich mag Automatismen, ich mag Gadgets, ich bin ein bisschen nerdy. Und ich kann aus einer langweiligen Sache, die du jeden Tag machst, einfach was Spannendes machen. Das heißt, jetzt ein Portemonnaie rausholen und aufklappen. Das ist für mich sowas von unproduktiv, wo ich dann sage, was machst du da? Also, da bist du irgendwie eine Minute beschäftigt, du hast einen Risikofaktor, Geldbeutel kann ich verlieren. Ist meine Karte dabei, habe ich Geld? Das ist mir alles zu doof. Mein Haustürschlüssel, ich muss ihn nicht mehr mitnehmen. Mein Geldbeutel muss ich nicht mehr mitnehmen. Mein nächstes Ziel ist, mein Telefon nicht mehr mitnehmen. Körperwelten war vor über 20 Jahren der Startschuss für mich, den Mut zu haben, an mir rumzuschnippeln. Ich habe stundenlang auf Gunther von Hagens gewartet, um ihm die Hand zu schütteln, weil er hat mir den Tod ästhetisch gezeigt. Ich fürchte mich vor dem Ende meines Lebens, ich möchte nicht sterben. Und er hat diesen Gedanken, den Menschen haben, das ist das, was ich auf keinen Fall will, hat dir eine Ästhetik gegeben, wo du tatsächlich sagen kannst, ich brauche keine Angst haben. Du kennst das Spiel, du kannst einmal tief einatmen und ausatmen. Das ist ganz schön tief, ne? Das fetzt. Ja, ich glaube, ich muss mit der Zange rein und den packen und rausziehen. Eine Zangengeburt, tatsächlich. Ich opfer meine Gesundheit dafür teilweise, ich gehe Risiken ein, ich gehe Verletzungen ein, ich lasse mich auf Experimente ein und stehe dafür physisch gerade. Das ist der Preis dafür.